Ja, hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. Und zwar Tomb Raider Anniversary. Und ja, ist so ein bisschen oldschool und retro, während sich die gute Frau Croft da etwas lasziv vor sich hin räkelt, würde ich sagen, starten wir direkt mal, ja, durch. Und Moment, wir machen auf, genau, so. Ja, Kalkutta, Indien, 1996. Und die Jahreszahl, die merken wir uns mal. Und ja, Film ab. Was muss ein Mann tun, damit Sie ihm solche Beachtung schenken? Wenn Sie diese Art von Beachtung wollen lassen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Klingt verlockend. Aber ich möchte Ihnen nur jemanden vorstellen. Darf ich vorstellen? Jacqueline Nadler, Präsidentin von Nadler Technologies. Guten Tag, Miss Croft. Meine Forschungsabteilung widmet sich seit einiger Zeit dem Studium antiker Artefakte. Und ich bin der Meinung, dass Sie genau die richtige Frau sind, um sie für mich aufzuspüren. Ich fürchte, Sie irren sich. Für mich ist das Ganze ein Spiel. Genau deshalb wende ich mich an Sie, Miss Croft. Dieses Spiel haben Sie schon gespielt mit Ihrem Vater. Oder haben Sie nicht jahrelang nach dem Sion von Atlantis gesucht? Alles, was Ihnen damals fehlte, war Qualupecs Grab. Sie haben Vilcabamba gefunden? Wann können Sie in Peru sein? Vilcabamba bleibt ein Rätsel. Und meine Entschlossenheit, trotz aller Misserfolge weiterzusuchen, drückt die Moral. Ich denke, dass Jenkins für den Aufruhr verantwortlich ist. Er will einfach nicht akzeptieren, dass Atlantis das Fundament aller uns bekannten Kulturen war. Es wird immer deutlicher, dass offenbar nur Lara vorurteilsfrei und aufgeschlossen genug ist, dieser Tatsache ins Auge zu sehen. Kein Problem. Ich komme da schon irgendwie rauf. Ja, da sind wir uns relativ sicher, ja, dass es zu schaffen ist, da hochzukommen irgendwie. Ja, herzlich willkommen nochmal auf meinem Kanal und zu diesem, ja, Retro-Let's Play. Tomb Raider Anniversary, also Tomb Raider wird ja wohl, Moment, wir müssen noch mal eben in die Optionen, und zwar Anzeige, Kamera, Steuerung, manuelles Greifen, das brauchen wir, Moment, nicht, das machen wir nicht selber, ne? So, jetzt sind wir aber startklar. Und die Frau Croft, ja, die kennt ja jeder, ne? Also Lara Croft, bla bla bla, Vater, Archäologe, Forscher, dies und jenes, ne? Ich bin so ein alter Fanboy und ja, wollte immer schon mal so ein Let's Play von Tomb Raider machen. Und ja, der erste Teil ist eigentlich so Kult, ne? Also wer den kennt, der ist sowieso einer der besten, finde ich. Oh, cooler Move. Ja, und der ist grafisch natürlich, deswegen 1996 sollten wir uns ja merken, der ist grafisch natürlich, ja, alt. Also pixelig und blockmäßig, und dann habe ich mir gedacht, okay, dieses Anniversary ist ein Remake vom ersten Teil, und ja, habe ich mir so gedacht, kann man vielleicht ganz gut so als Kompromiss, vielleicht so, ja, kann man mal let's playen, finde ich.
Ja, also heißt, diese Location, also diese Gebirgshöhlen zum Beispiel, ne? Also alles, was man so an Locations hier im Spiel verwurstelt hat, stammt aus dem ersten Teil. Ja, allerdings grafisch natürlich, ja gut, nicht so wie Rise of the Tomb Raider, aber eben irgendwo in der Mitte. Kann man mit leben, ne? Also so schlimm, man kriegt jetzt keinen Augenkrebs oder so, ne? Also, das ist schon ganz nett anzusehen. Und da habe ich gedacht, okay, dann machen wir das mal. So, und für mich, dadurch ist es zwar so ein bisschen blind jetzt, aber dann irgendwie so wie Little Half Dead, nur Little Half Blind oder so. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Ne? Also, wir spielen nicht ganz blind, weil ich die Locations vom ersten Teil natürlich kenne. Und ja, jetzt quatschen wir erstmal hier mit dem Burschen. Oh, was ist das? Mira, ya llegamos. No sé cómo abrirlo. Hay una inscripción arriba de la puerta. Oh, estoy muy cansado. Podemos ir a la izquierda. Solo soy el guía. Okay, also, wir sollen nach links, hat er uns gesagt. Machen wir natürlich. Ne? Also, das wäre ja jetzt sinnvoll. Gehen wir mal hier hoch. Dann haben wir hier, habe ich vorhin so nebenbei gemacht. Also, wir haben hier so einen Haken. Hui. Ne? Und den können wir schmeißen. Und dann können wir an diesem Seil schwingen und springen. Übliche Sache. Wieder dieser Move aus dem ersten Teil. Und da musste man damals so eine bestimmte Tastenkombination drücken. Also man musste irgendwie, ich glaube, R1 oder L1 oder irgendwas gedrückt halten. Und dann hat die diesen Move gemacht damals, ja. Genau, die Anweisungen, die ihr hier seht zwischendurch, ne, macht dies, da, drücken sie E, bla, bezieht sich auf die Tastatur. Ich spiele mit Gamepad, von daher, ja, soll uns das nicht weiter stören, aber wir drücken mal den Schalter. Und Sesam, öffne dich. Sehr schön. Gut, der Gringo und ich können dann, ja, erstmal da rein. Oh, das sieht nicht. Nein. Okay, Wölfe erledigt und Gringo liegt da auch. Oh. Oh, direkt am Anfang. Ein Schicksalsschlag. Und das Tor schließlich schließt sich nur für einen. Die gute Lara. Jo. Kontrollpunkte werden automatisch gesetzt. Wenn man stirbt, startet man, glaube ich, beim letzten Kontrollpunkt. Ansonsten kann man speichern. Und das werden wir jetzt mal machen. Und zwar Spielstand 1. Nehmen wir mal den. Und überschreiben wollen wir den. Okay. Jo. Dies hier war übrigens der Startpunkt. Ne? Also hier diese Gebirgshöhlen. Hier an der Stelle hat man den ersten Teil damals, vor 100 Jahren, hat man den gestartet. Ja, also das ist, die Vorsequenzen mit Filmchen und dem Gringo und so waren damals noch nicht drin. Aber ansonsten, ja. Gut, ich wünsche uns gemeinsam jede Menge Fets hier. Und Fets sagt man seit den 80ern nicht mehr. Ja, viel Spaß auf jeden Fall. So, wir haben eine Bodenplatte und die betätigt hier diese Pfeile. Ne? So. Gut, so, wie es immer so schön ist, wir gucken erstmal, da oben ist ein Schalter, also da müssten wir rüberklettern. Gut. Machen wir jetzt auch.
Weil wir wollen natürlich nicht in die Pfeile rennen. Und da oben geht's noch einmal höher, dann können wir darüber. Ach so, hier ist noch einer. Jo, also, wer Tomb Raider noch nicht kennen sollte, immer schön auf Schalter achten. Ansonsten beschäftigt sich das Spiel mit, ja, es ist so ein Adventure, ein Adventure, klassisch, relativ mit Rätseln und mit viel Gehüpfe und ja, gut, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie hoch und jetzt gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Genau, wir gehen hier mal hoch, hier oben ist wieder so eine Kante, da müssten wir gleich auf der anderen Seite dann mal kurz uns umdrehen, aha. Gut, also wir müssten eigentlich hier weiter, da wahrscheinlich, aber da wir ja, also hier gibt es so verschiedene Geheimnisse und Secrets, was ja das selber bedeutet, Sachen zu finden, die wir auch gut gebrauchen können, ja, also wir müssen Kram sammeln. Da hinten haben wir, jetzt macht sie den Move, aber jedes Mal, also da hinten haben wir, zum Beispiel so ein, ja, kann man ganz gut sehen, da leuchtet was, ja. So, und hier haben wir eine Rutsche, okay. Wird uns auch öfter begegnen, die Rutsche. Und dann kommt Klong, ja. Dann haben wir ein Artefakt zum Beispiel oder eine Reliquie gefunden. Und wir werden die, die uns so begegnen auf dem Weg, die werden wir mitnehmen, aber ich mache hier keine 100%. Ja, also ich sammle nicht alle Sachen ein. Das werden wir erstens nicht schaffen. Also da bin ich zu noobig zu. Und ja, ne? Gut, so. Jetzt haben wir ein Kontroll. Schießen. Das machen wir mal. Da kommt Fledermaus oder was auch immer. Fledermaus. Jo, sehr gut. So, jetzt weiß ich vom ersten Teil hier in der Ecke, da oben, war nämlich was Schönes. Dann machen wir mal, genau, die Sammlung und haben ein Medipack. Also solche Sachen sind hier und da in Ecken und Verstecken und bla, ne? Also, ja. Und von daher, die brauchen wir, weil unser Balken hier, ja, der leert sich relativ schnell, wenn wir irgendwo runterfallen. Was wir natürlich nicht wollen, aber, ne? Also, das, ja. So, da haben wir wieder Viecher. So. Noch mehr? Okay, wir haben da oben wieder so ein, ja, so ein Haken da oben und da hinten ist so ein Vorsprung, da müssen wir wahrscheinlich rüber. So, und jetzt müssten wir nach oben. So, irgendwie die Gegend und schwingen. Gut. Dann nach oben. Dann nach darüber. Dann müssen wir, glaube ich, runter. Dann hier rum. Weil wir haben nämlich da unser nächstes Klong. Genau. So. Immer wenn so ein Klong kommt, dann haben wir irgend so ein Secret halt hier gefunden. Und ja, ich werde definitiv nicht alle Secrets sammeln. Also ich mache hier keine 100%, weil erstens bin ich da ja zu schlecht. Das ist das eine. Also ich finde die garantiert nicht alle. Und
ja, es hält auch auf. Und wer unbedingt alles machen möchte, der kann ja selber, ne, zocken. Also, so, wir gehen jetzt hier mal weiter. Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Wir haben hier eine Höhle mit, ja, Brücke. Gucken wir mal. So. Und wir haben Besuch da unten. Mal wieder hoch. Ich bin ein blöder Mann. Kann ich die nicht von hier oben? Hm. Muss ich wahrscheinlich runter, ne? Gut. Okay. Okay. Muss ich hier runter? Die Frage war beantwortet. So. Jetzt gucken wir mal eben. Hier irgendwie noch was finden. Hier ist noch eine Ecke. Korrekt. Kleines Medipack. Brauchen wir jetzt noch nicht. Da liegt noch was. Da kommen wir. Ja, da kommen wir nicht hoch. Brauchen wir gar nicht ausprobieren. So, jetzt wahrscheinlich hier so hoch. Gut, dann hier hoch und über die Brücke. So, dann haben wir hier. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Springen Sie auf das Seil zu. Das machen wir doch glatt. So, das ist doch gut. Ah, da liegt noch was. Ah, okay, Moment. Das machen wir mal. Oh Gott, Bär. Hat der was mit? Nee, das war sein Atem. Okay. Der kam von hier. Gucken wir mal. Der Bär hat einen eigenen Schalter für seine Tür. Das ist stark, oder? Hm? Klong. Und die geht wieder zu. Okay. Ah, das war das Teil. Ah, okay. Kling. Gut, dann können wir ja hier runter und nochmal hier hoch. Und nochmal hier hoch. Und dann nochmal über die Brücke. So, und jetzt muss ich gleich nochmal an das Seil. Genau, so. Jetzt machen wir das mal. So, jetzt drehen wir uns mal in die Richtung. So, da, dann noch ein Stück runter. Und dann schwingen wir mal. Okay. Guck mal. Ob wir da schon hinkommen, ne? Jo, sehr gut. Gut, cool. Kommen wir da rüber? Jawohl, sehr gut. Brauchen wir nämlich nicht ganz hinten rum wieder. So, und dieses. So, und hier im ersten Teil lag hier in der Ecke. Ha, haben sie nicht geändert. Lustig. Lag nämlich was, wollte ich dann zu Ende sprechen. Gut, ja, gehen wir mal weiter, ne? So, wir haben hier nichts mehr zum. Oh, nö, ne? Nö. Ja, ich guck lieber ein bisschen und nicht, dass wir was
Drücken Sie und halten Sie leer, um höher und weiter zu springen, okay? Okay, schwing, schwing, ne, um die Stange rum. Und da unten ist Modder. Da wollen wir nicht hin. So, dann mal, was uns hier erwartet. Ah, okay, ich weiß. Das ist gut. Wie gesagt, Little Half Blind. Und ja, hier müssten jetzt auch wieder so Dinger sein. So, können wir die ausmachen auch? Nee. Sieht nicht so aus, als wenn wir die ausmachen könnten. Nö. Gut, heißt, wir müssten irgendwie hier durchrennen.